Sind wir mal ehrlich, die allermeisten Trainingspläne funktionieren nicht. Und ich glaube, das hat ganz, ganz bestimmte Ursachen, warum viele Pläne auch nicht funktionieren. Und in dem Video will ich dir mal so meine Top 4 mitgeben. 4 Gründe, warum dein Trainingsplan gerade nicht funktioniert. Einmal als Einführung, wer bin ich? Mein Name ist Dr. Gude Röcken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler, Coach. Und ich schreibe Trainingspläne so seit gut 20 Jahren. Es hat schon so in meiner Teenagerzeit angefangen, wo ich angefangen habe mit Triathlon. Ich habe viele Pläne geschrieben, gerade für Ironman-Athleten, für Triathleten, aber auch immer wieder mal für Patienten, so in meiner klinischen Laufbahn, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, so bei Multiple Sklerose-Patienten. Und es gibt gewisse Dinge, die sich durchziehen und das ist egal, ob man jetzt jemanden trainiert, der vielleicht komplett unsportlich ist oder ob man jemanden eben trainiert, der ein Hochleistungsathlet ist. Der erste Punkt, den ich dir mal so mitgeben möchte, ist keine Struktur und so generelles Chaos. Und vor allen Dingen auch so der Punkt Mischtraining, sage ich mal. Und das würde ich sagen, ist auch eher so ein einführendes Thema, weil einen guten Trainingsplan zu schreiben und einen guten Plan, der passt, hat eben sehr viel damit zu tun, dass er zu dir passt, dass er aber auch in gewissen Bereichen Adaptationen, also Anpassungen voraussetzt oder nach vorne bringt. Und dabei auch genau zu sagen, so in welchen Trainingszonen zum Beispiel bewege ich mich gerade. Trainingszonen geben dir halt einfach eine gewisse Sicherheit, zu sagen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel gerade locker unterwegs und wie hoch ist da genau meine Herzfrequenz? Wie hoch ist da genau auch so meine Pace? Also wie hoch ist da auch so das, was ich wirklich auf die Straße bringen kann? Und gerade so Herzfrequenz, Körpergefühl ist was, was sehr vielen Menschen eben abhanden kommt. Also sie haben nicht mehr so ein genaues Verständnis dafür und es sieht dann meistens so aus, dass sie irgendwie locker loslaufen, dann denken so, okay, ich fühle mich eigentlich noch total, total gut. Aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass ihre Auslastung schon deutlich höher ist als das, was sie eigentlich gerade so wirklich denken, dass sie haben. Das heißt, ihre Herzfrequenz ist dann vielleicht schon so bei 85% der maximalen Herzfrequenz, obwohl sie eigentlich ganz, ganz locker sich bewegen wollen. Was man dann häufig findet, ist eben ein sogenanntes Mischtraining. Das heißt, ein Training, was so im Low-Intensity-Bereich stattfindet, das heißt alles unterhalb so von 75% der maximalen Herzfrequenz. Dann gibt es Abschnitte, die so zwischen 80-85% stattfinden, was man sagen würde, so im Medium-Intensity-Bereich. Und dann gibt es auch wiederum so ein paar kleine Abschnitte, die so im High-Intensity-Bereich stattfinden. Und für mich ist das immer so Entertainment-Training, sage ich, weil klar, das macht Spaß und das ist mal cool und das sind häufig auch wie für die Fitnesskurse aufgebaut sind. Das bringt aber langfristig gesehen nicht einfach den großen Effekt. Ehrlich gesagt führt das Training sogar relativ häufig dazu, dass man sogar sehr müde wird, weil man den Körper einfach überlädt und so ein gewisses Chaos, sage ich mal, induziert in das Ganze. Wenn man wenig trainiert, ist es definitiv in Ordnung, so einzubauen und vielleicht auch mehr so mit Mischtraining zu machen. Ich sag mal, alles so vielleicht 3 Stunden die Woche, 2-3 Einheiten, auf jeden Fall vollkommen okay. Es ist gut, dann auch vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, Entertainment reinzubringen und Mischtraining zu machen. Wenn man aber was erreichen will, wenn man Ziele hat und ich glaube, die meisten von euch haben wahrscheinlich auch gewisse Ziele, egal ob es jetzt Gesundheit oder Leistungsfähigkeit oder auch Performance angeht, dann geht das ganz stark gegen die Effizienz. Und dann kann man auch nie wirklich so ein sogenanntes High-Volume-Training mal einbauen. Das heißt, ein Training, was eben mehr Volumen dir an die Hand gibt, damit du dann in dem Bereich dich auch besser verbessern kannst und eben damit du auch mehr so im Low-Intensity-Bereich unterwegs sein kannst, was die Grundvoraussetzung eigentlich ist, um sportlich, leistungsfähig, athletisch dich richtig aufzubauen. Zweiter Punkt ist da auch das Thema Energieverfügbarkeit. Viele Athleten und Athletinnen unterschätzen dramatisch, wie viel Energie sie jetzt irgendwie brauchen, weil sie mehr trainieren. Und dann wird häufig der Lebensstil angepasst, man macht mehr Trainingseinheiten, baut sie ein und dann hat man nicht mehr genug Kohlenhydrate gerade so an Bord. Dann liest man irgendwelche Dinge, sagen, ah, es gibt auch Low-Carb-Athleten, Athleten, die wenig Kohlenhydrate aufnehmen. Aber man unterschätzt, dass diese Athleten das über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufgebaut haben, dass es für sie auch so funktioniert. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Athleten, bei denen das auch gut funktioniert. Auch so ein Ansatz, wo man eben wenig Kohlenhydrate aufnimmt und aufbaut. Deswegen ist es enorm wichtig, dass du für dich mehr Kohlenhydrate dann auch aufnimmst. Komplexe Kohlenhydrate, Stärke, Kartoffeln, andere Sachen, die dir einfach helfen, hier deine Energiespeicher aufzubauen und zu füllen, weil das dir einfach auch dabei hilft, dass du deine Trainingsintensität, die du erreichen möchtest,
auch erreichen kannst. Das ist auch schon wichtig so im Grundlagenbereich, gerade wenn du so Zone 2 oder sowas trainieren möchtest, dass du einigermaßen gut gefüllte Kohlenhydratspeicher hast, weil du sonst einfach nicht effektiv trainierst, weil du sonst einfach nicht in der Intensität unterwegs bist, wo du unterwegs sein solltest. Und zum Beispiel auch nach Sessions, dass du dann auch darauf achtest, dir genug Kohlenhydrate, Protein zu geben, damit du diesen Open-Window-Effekt vermeidest. Das bedeutet, der Open-Window-Effekt bedeutet, dass dein ganzes Immunsystem erstmal runterfällt nach einer Session, dass so dein Zellwachstum runterfährt und das kannst du vermeiden oder verringern, wenn du eben mehr Kohlenhydrate und Proteine aufnimmst. Da ist auch ein ganz wichtiger Faktor eben zu vermeiden, ein sogenanntes relatives Energiedefizit, was nicht ganz so ungefährlich ist, was bezeichnet, dass man relativ im Bereich des Workouts eben nicht genug Energie hat. Und dadurch werden diverse Überlebensmechanismen angeworfen, sehr, sehr viel Stresshormon wird gebildet und Anpassungen gehen eben nicht ganz so gut vonstatten. Und zum Beispiel Knochenmarksödeme, Ermüdungsbrüche werden dann auch immer wahrscheinlicher. Dritter Punkt ist, dass man zu viel High-Intensity-Training macht und dass man weniger so im Low-Intensity-Bereich unterwegs ist. Ich sag mal, für Anfänger würde ich jetzt mal so sagen, es gibt da drei Zonen. Low-Intensity-Training, Medium-Intensity-Training, High-Intensity-Training, das ihr verstehen solltet. Wenn man dann für Fortgeschrittene spricht, dann gibt es sicherlich 6 Zonen, 2 Low-Intensity-Zonen. Vielleicht habt ihr da schon mal diese Zone 2 gehört, die sehr, sehr effektiv ist, die euch hilft, Mitochondrien, kardiovaskuläres System aufzubauen, die sich so bei 80% beim Laufen bewegt. Und es gibt eben, und dieses Low-Intensity-Training, also Zone 1 und 2, ist halt sehr, sehr wichtig, um eure Basis aufzubauen, um die Grundlagen zu schaffen, wie man so schön sagt, im Ausdauerbereich. Und viele Athleten bewegen sich zu sehr im High-Intensity-Bereich und bewegen sich auch zu sehr im Medium-Intensity-Bereich. Gerade Anfänger, Anfängerinnen, dann noch gerne so kombiniert mit einem Mischtraining, so dass man halt irgendwie vielleicht so 30-40% High Intensity macht, 20-30% Medium Intensity, aber nie wirklich hieran arbeitet, an der Grundlage arbeitet. Und das ist fatal, weil man dann nie wirklich das schafft, das Fundament, auf dem das Haus dann einfach auch aufgebaut sein sollte. Und weil es auch so ein bisschen die Hormone angreift, ich sag mal so medizinisch betrachtet. Und das ist dann eben in Kombination mit, vielleicht mit einem relativen Energiedefizit, kann sich das dann schon so akkumulieren. Und dann werden einfach so Symptome wie Übertrainingssyndrom, Verletzungen einfach häufiger. Vierter Punkt ist eine schlechte oder nicht ausreichende Regeneration. Wenn man trainiert als Athlet, als Athletinnen, hat man einen sogenannten Trainingsload. Also man bringt etwas auf seinen Körper auf. Das kann man messen über Herzfrequenz, das kann man messen über Pace, über Power, über andere Sachen, aber man bringt etwas auf den Körper auf und man möchte eine Adaptation haben, also man möchte eine Anpassung haben. Und wenn man Training wie ein Medikament sieht, und so sehe ich es einfach auch meistens, dann ist es natürlich wichtig, dass man so weiß, wie viel man davon einnimmt, über welchen Zeitraum, wie hoch die Dosierung ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass Mechanismen nur funktionieren, wenn wir unserem Körper auch immer die Möglichkeit geben, sich auch zu regenerieren. Und der wichtigste Regenerationsmechanismus ist definitiv Schlaf bei uns. Das heißt, dass wir genug schlafen. Als Athleten müsst ihr Minimum mehr wie 7, 7,5, eher auch 8 Stunden schlafen. Gerade wenn ihr anfängt, wenn ihr mehr trainiert, wenn ihr vielleicht jetzt irgendwie sagt, okay, ich setze jetzt irgendwie mein Ziel und trainiere ein bisschen mehr wie vorher, braucht ihr mehr Schlaf. Braucht ihr vielleicht am Anfang auch 8, 8,5, 9 Stunden. Es gibt auch diverse Profiathleten, die wohl immer 9 bis 10 Stunden geschlafen haben. Das ist vielleicht als Amateur nicht unbedingt so haltbar, aber dass ihr euch definitiv mal so 7, 7,5, 8 Stunden jede Nacht zur Verfügung stellt, dass ihr da auch genug regeneriert und das Ganze einfach für euch aufbaut. Dann auch von der Regeneration her, dass ihr darauf achtet, dass ihr euch hochwertig ernährt, wie gesagt, Energieverfügbarkeit und dass ihr generell auch eurem Körper die Möglichkeit gebt, wenn ihr müde seid, dass ihr euch zum Beispiel auch mal auf die Couch legt und einfach mal runterkommt. Weil gerade in unserer heutigen Welt ist es ganz häufig so, dass wir immer auch sehr, sehr viel Stress ausgesetzt sind und dass wir ganz selten mal so unserem Körper wirklich die Möglichkeit geben, einfach runterzufahren, genug zu schlafen, gut zu essen, zu regenerieren, mal vielleicht eine Serie zu gucken auf der Couch und einfach das Ganze auch so zu genießen. Sehr gut, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, vermeidet diese Fehler und dann werdet ihr sicherlich einen besseren Trainingsplan für euch aufbauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn euch der Channel gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis dann, euer Golo. Ciao, ciao.